Hallo Freunde, jeder Mensch träumt schon seit Kindertagen von bestimmten Dingen. Als ich ein Kind war, wünschte ich mir zum Beispiel immer ein großes Trampolin und dass ich fliegen könne wie ein Vogel. Ich wünschte mir einen großen Hinterhof, in dem ich ein Trampolin in nennenswerter Größe aufstellen konnte, um munter auf ihm herumzuspringen. Andere hingegen wünschten sich schon immer eine große Schaukel in ihrem Garten oder vielleicht ganz andere Dinge. Manche Menschen träumen seit jeher davon, einen Schatz in ihrem Garten zu finden. Vielleicht ein paar wertvolle Goldmünzen aus dem antiken Rom oder einen äußerst wertvollen Diamantring. Eine Schatulle mit wertvollem Schmuck im Wert von mehreren hunderttausend Euro. Wer würde das nicht gerne sein eigen nennen? Und wer träumt nicht gerne davon? Heute zeigen wir euch 8 Menschen, die unglaubliche Dinge in ihren Hinterhöfen gefunden haben. Wir wünschen euch viel Spaß bei unserem heutigen Video. Nummer 1. Ein Mann in Österreich machte eines Tages in seinem Hinterhof einen äußerst erstaunlichen Fund. Der Mann grub gerade in diesem munter umher, als er plötzlich auf etwas Erstaunliches stoßen sollte. Mitten in seinem Garten befand sich ein atemberaubender Schatz. Der Schatz war laut Schätzungen von Experten über 650 Jahre alt. Darunter waren über 200 wertvolle Artefakte, zum Beispiel Goldmünzen, Broschen, antike Ringe und sogar Edelsteine. Der gesamte Fund soll sich wohl auf einen Wert von über 800.000 Dollar belaufen haben. Also mal Hand aufs Herz. Wer würde sich nicht auch wünschen, einmal im Leben in seinem Garten umherzugraben und dann solch einen erstaunlichen Fund zu machen? Nummer 2. Sicherlich habt auch ihr schon einmal einen kleinen Gegenstand wie einen Ring oder einen Schlüssel verloren. Es kommt ja nicht selten vor, dass einem aus Versehen etwas aus der Hosentasche fällt oder anderweitig verloren wird. Die meisten Menschen geben die Hoffnung jedoch relativ schnell wieder auf, diese Objekte jemals wiederzufinden. In unserer zweiten Geschichte geht es um eine schwedische Hausfrau, welche gerade dabei war, ein paar Hausarbeiten zu verrichten. Als die Mutter dabei war, einen Teller zu waschen, passierte es jedoch schließlich. Sie konnte ihren Ehering nicht mehr finden. Sie war äußerst perplex, in der Spüle konnte sie ihn nicht verloren haben, da sie den Ring ja zuvor extra abgenommen hatte. Die arme Frau verbrachte monatelang damit, den Ring im Garten, im Haus und überall, wo sie an diesem Tag gewesen ist, zu suchen. Ein paar Jahre später jedoch sollte sie eine unglaubliche Überraschung erleben. Als die Familie dabei war, Karotten, welche sie Monate zuvor gepflanzt hatte, zu ernten, entdeckten diese plötzlich einen runden Gegenstand, welcher mitten auf einer Karotte zu finden war. Wie es aussah, war die Karotte in diesen Gegenstand hineingewachsen. Als die Frau diesen runden Gegenstand, der einem Ring ziemlich ähnelte, danach abwusch, musste sie beinahe vor Freude weinen. Es war der Ehering, den diese mehrere Jahre zuvor verloren und überall gesucht hatte. Die Karotte hatte ihr ihren langersehnten Ring wieder zurückgebracht. Nummer 3. Um genügend Platz für etwas Neues zu schaffen, muss man sich manchmal von alten Dingen trennen. So ist es zum Beispiel oft, wenn alte Häuser abgerissen werden und dafür beispielsweise atemberaubende Immobilien wie Wolkenkratzer oder Hotels errichtet werden. Als die Familie von ein paar Bauarbeitern eine kleine Renovierung ihres Hinterhofs durchführen lässt, um unter anderem eine Tischtennisplatte, eine Neuwand und ein paar andere Dinge zu verbauen, konnten diese ihren eigenen Augen nicht trauen. Als sie gerade dabei waren, ein paar Kabel von ihrer alten, im Garten liegenden Scheune zu verlegen. Die Bauarbeiter staunten nicht schlecht, als sie plötzlich die Überreste einer alten römischen Villa in ihrem Garten fanden, die dort vor Jahrhunderten gestanden hat. Im Anschluss darauf wurden Archäologen hinzugezogen, um die erstaunliche altertümliche Entdeckung weiter auszugraben, und es wurden wertvolle Keramikgegenstände, Skulpturen, alte Goldmünzen und weitere Artefakte gefunden. Der Wert des Grundstücks stieg daraufhin auf einen Wert in Millionenhöhe an. Da die Behörden daraufhin ein Museum auf dem Grundstück errichten wollten, boten sie der Familie an, das Grundstück abzukaufen. Nummer 4. Wer hat sich als Kind nicht gerne als Pirat verkleidet und sich daraufhin auf eine spannende Schatzsuche mit seinen Freunden begeben? Jedoch ist es eine Sache, wenn man eine Schatzsuche spielt, eine ganz andere jedoch, wenn man überraschend plötzlich in seiner gewohnten Umgebung einen regelrechten Schatz findet.
So erging es einem Paar aus San Francisco. Als dieses gemütlich einen ihm vertrauten Wanderweg entlang schlenderte, entdeckte das Paar auf dem Wanderweg eine äußerst seltsam aussehende Konservendose, die ziemlich alt zu sein schien. Das Paar schaute die Dose genauer an und bemerkte, dass sich in dieser ein paar Gegenstände befanden. Als das Paar die Gegenstände genauer anschaute, konnte es seinen Augen nicht trauen. Dieses entdeckte, dass die Dose mit sehr alten und äußerst wertvollen Goldmünzen gefüllt war, welche im Jahre 1900 geprägt wurden. Einige Zeit später brachte das Paar die Münzen zu einem Experten und der fand heraus, dass die Münzen ein Vermögen wert waren. Es stellte sich heraus, dass die Münzen vermutlich mit einem Bankraub in Verbindung standen. Da dies jedoch schon so lange zurücklag, durfte das Paar die Münzen Gott sei Dank behalten. Sie versteigerten diese auf Amazon und eBay und begannen einen Teil davon für wohltätige Zwecke zu spenden. Das nenne ich mal einen äußerst glücklichen Fund. Nummer 5. Mittlerweile ist es über 12.000 Jahre her, dass die letzte bekannte Eiszeit auf unserem Planeten ihr wohlverdientes Ende nahm. Immer wieder werden jedoch auch heutzutage erstaunliche Überreste und Knochen von beispielsweise Tieren gefunden, die in der heutigen Zeit gar nicht mehr existieren. Ähnlich ging es einem Mann aus unserer Geschichte. Der Mann kam aus Michigan und machte in seinem Hinterhof eine atemberaubende Entdeckung. Als er gerade dabei war, seinen Garten mit einem Bagger auszuheben, weil an dieser Stelle eigentlich ein kleiner Teich gebaut werden sollte, den sich der Mann schon lange wünschte, stieß er plötzlich auf etwas sehr Hartes. Als alles komplett ausgegraben war, konnte der Mann seinen Augen kaum trauen. Es handelte sich dabei um äußerst gut erhaltene Knochen von einem enorm großen Tier. Sofort fing sein Hund sogar an, mit den Knochen zu spielen. Daraufhin meldete der Mann den Fund den örtlichen Behörden. Diese schickten ein paar Experten und was diese herausfanden, war äußerst erstaunlich. Die Knochen, die in seinem eigenen Hinterhof lagen, gehörten zu einem Mammut, einem historischen Tier, das vor Jahrtausenden ausgestorben war. Ich glaube, nicht viele Menschen können behaupten, je ein Mammut in ihrem eigenen Hinterhof gefunden zu haben. Der Mann ist bis heute äußerst stolz darauf. Nummer 6. Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber viele Menschen fanden es schon immer äußerst unheimlich, in Filmen oder Museen ein menschliches Skelett zu sehen. Viele sind der Meinung, dass dies etwas äußerst Unheimliches an sich hat. Anders geht es jedoch einem jungen Mann aus Utah. Als dieser gerade dabei war, seinen Garten umzugraben, stieß er dabei auf die Überreste von einem menschlichen Skelett, unter anderem einen kompletten Schädel. Der junge Mann war jedoch herzlich wenig beeindruckt davon und schmiss diesen einfach zur Seite, um daraufhin weiter zu graben. Als sein Vater jedoch darauf aufmerksam wurde, verständigte dieser sofort die örtlichen Behörden, da es sich ja hier um einen potenziellen Tatort handeln könnte. Nachdem die Untersuchungen abgeschlossen waren, stellte sich diese Vermutung jedoch als falsch heraus. Das Skelett war über 1300 Jahre alt und stammte vermutlich von einem römischen Einwanderer aus dem Jahre 700 nach Christi. Nummer 7. Eine äußerst tragische Geschichte spielte sich vor einigen Jahren in Chicago ab. Ein Mann fand in seinem Garten über $150.000 in bar. Jedoch sollte der Mann damit nicht lange Glück haben, denn nur einige Wochen später wurden bei ihm Diabetes und einige andere äußerst schlimme Erkrankungen festgestellt. Nur ein paar Wochen später verstarb der arme Mann daraufhin. Seine Frau begann daraufhin zu recherchieren, wem das Haus Jahre zuvor gehört hatte, und stieß dabei auf eine äußerst erschreckende Entdeckung. Die Frau fand heraus, dass das Bargeld vom Vorbesitzer einfach weggeworfen wurde, weil dieser der Meinung war, dass das Geld verflucht war. Denn kurz nachdem er und seine Frau das Geld im Lotto gewonnen hatten, verstarb diese plötzlich aus unerklärlichen Gründen. Zuvor wurde sie mit einem plötzlichen Herzstillstand ins Krankenhaus eingeliefert, obwohl diese zuvor noch niemals Probleme am Herzen gehabt hatte. Offensichtlich scheint wirklich ein Fluch auf diesem Geld zu liegen. Oder denkt ihr, dass es sich hierbei nur um einen unglücklichen Zufall handeln könnte? Seid mal ehrlich, würdet ihr das Geld noch annehmen, wenn ihr wisst, dass zwei seiner Besitzer auf unerklärliche Weise verstorben sind? Nummer 8. Für ein Kind ist es nichts Ungewöhnliches, einmal ein Spielzeugauto oder andere Dinge im Garten zu verlieren. Meistens jedoch tauchen diese Dinge früher oder später wieder auf.
Was jedoch wirklich nicht normal ist, ist, wenn jemand ein komplettes Grab an Ferraris in seinem eigenen Hinterhof entdeckt. Ja, ihr habt richtig gehört. Einmal wurden im Hinterhof eines Bürgers mehrere Ferraris gefunden, welche einfach so in der Erde begraben lagen. Darunter unter anderem ein Modell des begehrten 1974er Dino 246 GTS, welcher ein äußerst wertvolles und begehrtes Sammlerstück war. Untersuchungen ergaben, dass die Ferraris mehrere Jahrzehnte zuvor von Dieben geklaut worden waren, lange bevor das Haus, welches heute dort steht, existierte. Die Diebe begruben dann die Fahrzeuge, um die Autos später wieder herauszuholen, falls etwas schiefgehen sollte und diese vielleicht für Jahre im Gefängnis landen sollten. Anscheinend wurde ihr damaliger Plan jedoch niemals in die Tat umgesetzt und die Ferraris lagen auch Jahrzehnte später noch unter der Erde. Was haltet ihr von diesem Video? Schreibt gerne eure Meinung in die Kommentare. Und das war's auch wieder für heute. Gebt uns euren Daumen hoch, hinterlasst uns euer Abo und schaut schon bald wieder bei uns vorbei.